Anna-Karina Wojcik, so reagiert sie die Liebesnews ihres Ex. Es war die Liebessensation der letzten Tage, Stefan Ross, 47, ist wieder glücklich vergeben. Ausgerechnet die Freundin seiner Ex Anna-Karina Wojcik, 30, ist die neue Frau an seiner Seite. Die Sängerin hat sich bisher nicht zu der neuen Liebe ihres Ex-Gatten geäußert. Dafür zeigt sie aller Welt einmal mehr, wie glücklich sie mit ihrem aktuellen Partner Daniel ist. Auch im Alltag teilt das Paar gemeinsame Interessen, wie die jüngste Instagram-Story der ehemaligen DSDS-Kandidatin beweist. Auf einem Bärchen-Selfie sitzen die 30-Jährige und ihr Liebster auf einer roten Matte im Fitnessraum. Sie zwinkert in die Kamera, er sitzt entspannt hinter ihr. Dazu schreibt die Musikerin, Workout erledigt. In weiteren Stories strahlt die 30-Jährige und verrät, ich liebe das Gefühl nach dem Training. Scheint, als habe Anna-Karina Wojcik Besseres zu tun, als sich um die Schlagzeilen rund um ihren noch Ehemann zu kümmern. Da rückte der Sieg der Rocker Lord of the Lost beim ESC-Vorentscheid am Freitag, 3. März, in der ARD doch glatt in den Hintergrund. ZuschauerInnen hatten viel mehr Gefallen an dieser Szene gefunden, Moderatorin Barbara Schöneberger, 49, zwang Schlager und ESC-Legende Katja Ebstein, 77, die privat im Publikum saß. Ein Gespräch vor laufender Kamera auf. Sie habe sie entdeckt, erklärte Schöneberger stolz. Die Frau, die eigentlich für Deutschland mehr für den ESC getan hat als alle anderen. Meine Damen und Herren, Sie werden es nicht glauben, aber heute Abend ist hier im Publikum bei uns, Katja Ebstein. Anführungszeichen. Der Sängerin war der spontane Überfall sichtlich unangenehm. Sie wandte sich von der Kamera ab und verbarg ihr Gesicht hinter ihrer Hand. Doch Barbara Schöneberger ließ nicht locker, ging mit Katja Ebstein in den Dialog. Die wollte eigentlich nur ihre Ruhe. Eigentlich wollte ich mich verkriechen, gesteht sie. Das entgeht auch den ZuschauerInnen nicht, die sich auf Twitter über Ebsteins missliche Lage auslassen. Mitleid für Katja Ebstein, die offensichtlich unabgesprochen die Show retten muss, meint eine Userin. Eine andere fügt an, Barbara ohne Feingefühl und Katja Ebstein in den Mittelpunkt zwingen. Und auch diese Zuschauerin ist erbost, ganz ehrlich, Katja Ebstein hättet ihr aber gern weiter inkognito und als normale Zuschauerin im Publikum sitzen lassen sollen. Sowas nennt man Respekt vor dem Privatleben. Man sah ihr richtig an, wie peinlich ihr das war. Bei diesem Paar sprühe noch die Funken, und das nach knapp 18 gemeinsamen Ehejahren. Jana Ina Zarella, 46, spart nicht, wenn es um Liebesbekundungen für ihren Mann geht. Doch wenn Giovanni Zarella seinen Geburtstag feiert, wird noch einmal eine Schippe draufgelegt. Zu einer bezaubernden Fotoreihe der beiden Turteltauben findet die Moderatorin zum 45. Geburtstag ihres Herzensmenschen am 4. März bewegende Zeilen. Bester Mann. Bester Vater. Bester Mensch. Liebe meines Lebens, beginnt sie den Jubelgruß gleich mit den schönsten Superlativen. Was für ein Geschenk, mit dir dieses wunderbare Leben teilen zu dürfen, Sick, schwärmt Jana Ina. Und fährt mit einem berührenden Wunsch für ihren Liebsten fort, dir nur das Beste. Weil du das und noch viel mehr verdienst. Ti amo. Ein schöneres Geschenk dürfte Giovanni an seinem Ehrentag gewiss nicht erhalten haben. Haben Sie die Schlager-News verpasst? Hier finden Sie die Schlager-News der vergangenen Woche. Verwendete Quelle: Instagram.com, ARD, Twitter.com.